Hallo, grüß dich. Heute das Thema unbewusstes Konsumieren und wie dich bewusstes Konsumieren ein Stück näher in die finanzielle Freiheit bringen kann. Ein sehr interessantes Video zum Thema finanzielle Freiheit, Finanzen. Und wenn du Bock drauf hast, dann bleib einfach dran nach dem kurzen Intro. Bis gleich. Ja, hallo, grüß dich. Heute geht es um das Thema unbewusstes und bewusstes Konsumieren. Was meine ich damit? Hierzu eine kleine Geschichte. Ich habe vor längerer Zeit mal in einer Sales Agency gearbeitet und eigentlich in mehreren Agencies, also Agenturen, Marketingagenturen in London zum Beispiel auch, aber auch in München. Und dort hat sich eigentlich immer wieder dasselbe Bild abgezeichnet. Es war meistens ein sehr stressiges Umfeld, Arbeitsumfeld, und einer der Manager ist grundsätzlich 3-, 4-, 5-mal teilweise in der Woche nach der Arbeit immer ins Pub gegangen. Ganz besonders in England. Let's go down to the pub. Ja? Und du als, sagen wir mal, als Freelancer, als Freiberufler oder Angestellter dort oder was auch immer du dort bist, sagst dann ungern nein, weil Socializing, also Sozialisieren, ja, sehr wichtiger Begriff auch in den USA und in England, aber hier auch in München, aber da geht man nicht so ganz so häufig, aber auch hier habe ich das schon erlebt, ja. Und abends haben wir noch 3-4 Bier im Pub und dann noch 3-4 Pfeffi, 3-4 noch ein Stammball dazu. Und der Manager natürlich immer großzügig, weil er hat ein bisschen größeres Portemonnaie, ne, und will das eben auch demonstrieren und lädt dann auch ab und zu mal eine Runde ein und nochmal eine Runde und nochmal eine Runde. Der besagte Manager, schätze ich mal, hat nie wirklich groß was gespart. Alle anderen wahrscheinlich auch nicht. Aber es geht darum, eigentlich hier eine Balance natürlich zu finden zwischen dem harten Arbeitsumfeld und dann abends eben abzuspannen. Ja? Wenn du das aber jeden Tag tust, dann ist es irgendwann mal ein unbewusstes Konsumieren. Ja? Mal noch ein besseres Beispiel. Morgens hast du keine Zeit, zu Hause irgendwas zu machen, du machst dich schnell fertig, dein Wecker klingelt 6 Uhr, du hetzt zum Bahnhof, zur S-Bahn, zur U-Bahn, zum Bus und holst dir schnell deinen Kaffee to go und schlingst den so schnell rein, ja, während du halt unterwegs bist zur Arbeit. Und das machst du eben jeden Morgen so. Und hast dich schon mal dabei erwischt, dass du irgendwann mal bei der Arbeit angekommen bist und hast dich gefragt, habe ich heute eigentlich schon einen Kaffee to go gehabt? Natürlich hast du einen Kaffee to go gehabt, aber du hast es gar nicht mehr realisiert, wie du den gekauft hast und getrunken hast. Mir ist sogar so mal passiert, dass ich derartig viel Stress hatte in der Arbeit, dass ich teilweise Teile meines kompletten Arbeitsweges, was unterbewusst in meinem Unterbewusstsein schon komplett abgespeichert war, also inklusive Umsteigen am Bahnhof, von U-Bahn zu S-Bahn, also bestimmt 20, 30 Minuten dieses Arbeitsweges, war komplett von meinem Erinnerungsvermögen ausgelöscht. Ich war dann plötzlich bei meinem Bahnhof angekommen, bei meiner Haltestelle, wo ich eigentlich ankommen wollte, und konnte mich nicht mehr an den Fahrtweg erinnern. Ja, wie crazy ist das denn? Weil Abläufe, die du immer wieder tust und dann auch noch, wenn du Stress hast, dann reagiert das Gehirn da in dem Sinne drauf, dass es gewisse Arbeitsabläufe, die du immer tust, unterbewusst macht. Rein unterbewusst. Das heißt, du genießt es gar nicht mehr, wenn du da jetzt halt Kaffee trinkst oder abends das Bierchen und so weiter. Wenn du das aber jetzt halt sagst, okay, ich konsumiere bewusst den Kaffee to go, ja, und vielleicht nur einmal in der Woche oder zweimal, wenn ich eben mehr Zeit dafür habe, oder ich gebe nur einmal am Wochenende aus und trink einfach nur einen Cocktail und genieße den ganz bewusst, anstatt dass ich mir 3, 4, 5, 6, 7, 17 Cocktails reinhau. Ja, ganz besonders in London überhaupt keine Seltenheit. Ja,
Und wenn der Chef auch dann noch dafür zahlt, was willst du machen? Ja? Noch eine Runde, noch eine Runde. Und das heißt, unterm Strich hast du, wenn du weniger konsumierst, letztendlich, und das ist der Trick dabei und das ist der Sinn dieses Videos, wenn du weniger konsumierst, hast du letztendlich einen größeren Nutzen davon, was deine Befindlichkeit und deine Freude, die du daraus generierst, betrifft. Also wenn du viel mehr konsumierst, aber down permanent und dann vielleicht auch noch unter Stress und in Situationen, wo du gar nicht willst, und du gibst letztendlich 5-mal, 10-mal so viel Geld aus und das läppert sich ganz schön zusammen, ja, auf die Jahre, weil es eben so ein Gewohnheitsprozess ist. Wir Menschen sind alle Gewohnheitstiere. Wenn ich was aus dem Sachkundeunterricht von der 4. Klasse gelernt habe, dann der Mensch ist ein Gewohnheitstier, ja. A human is a creature of habit. Und ja, also das ist eben hier der Unterschied zwischen bewussten und unbewussten Konsumieren. Nochmal ganz kurz zusammengefasst. Wenn du einen Cocktail, sagen wir mal, am Wochenende genießt, hast du viel weniger ausgegeben, als wenn du 10 Cocktails trinkst oder jeden Abend irgendwie in die Bar gehst. Genauso mit dem Latte Macchiato oder mit dem Cappuccino. Ja? Schnell hetzen, in der Früh reinziehen. Der kostet genauso viel, wie wenn du dich gemütlich ins Café setzt am Wochenende und dir eine Stunde Zeit nimmst, den zu genießen. Eine Stunde vielleicht nicht. Und hast letztendlich aber nur 5-mal, 10-mal weniger ausgegeben. Hast aber 5-mal, 10-mal mehr Genuss und Freude daran. Ja? Und das ist eben einer der Tricks am Sparsystem. Ja? Manche nennen es auch Frugalismus. Ja? Wo du letztendlich nicht, indem du weniger konsumierst, weniger Freude und Spaß hast, sondern indem du weniger konsumierst, auch noch mehr Freude und Spaß hast letztendlich und Genuss. Genuss ist ein sehr wichtiges Wort, ja, in unserer heutigen schnelllebigen Zeit. Also, das war nochmal kurz dieser kleine Tipp und Trick, was unbewusstes und bewusstes Konsumieren betrifft. Ich hoffe, es hat dir irgendwie einen Gedankenanstoß geben können, ja, in die richtige Richtung zur finanziellen Freiheit. Finanzielle Freiheit besteht aus ganz vielen kleinen Bausteinen, ja, was Geld verdienen betrifft, was Geld investieren betrifft, was Persönlichkeitsentwicklung betrifft. Und dann sehe ich dich hoffentlich wieder beim nächsten Video von mir. Gib mir einen Daumen hoch, wenn es dir gefallen hat. Dann holt sich Google den Algorithmus, durch den Algorithmus mein Video und zeigt es automatisch mehreren Leuten, die vielleicht Nutzen daraus ziehen können. Und hier wäre dann mein nächstes Video. Lade dich herzlich ein, dieses anzuschauen. Hier kannst du abonnieren, wenn du noch nicht abonniert hast. Sehen wir uns beim nächsten Video. Dein Thomas Klein. Ich freue mich auf dich. Tschüss.